So, in diesem Video geht es jetzt darum, den letzten Teil des Zwischenwertsatzes zu beweisen. Ja, das war der Teil, die Variante des Zwischenwertsatzes, die eigentlich am meisten Informationen liefert. Ja, und deswegen ist da der Beweis auch gar nicht mal so trivial. Ja, also wir haben bei diesem Teil des Satzes die Aussage, wir haben eine Funktion, sie ist stetig auf einem schicken Intervall von a bis b. Ja, und die Funktionswerte von a und b sind einfach verschieden. Ja, mehr wissen wir nicht, aber wissen dann schon daraus, aus diesen wenigen Informationen wissen wir plötzlich schon eine ganze Menge, nämlich dass das Bild dieser Funktion auf diesem abgeschlossenen Intervall wiederum ein abgeschlossenes Intervall der Form c bis d ist, wobei eben halt offensichtlich c das Minimum aller Funktionswerte auf diesem Intervall ist und d das Maximum aller dieser Funktionswerte auf diesem Intervall. Das bedeutet insbesondere, dass Minima und Maxima existieren, was nicht von vornherein klar ist. Und es bedeutet, dass die Funktion auch beschränkt ist, also auf diesem Intervall. Ja? Also zusammengefasst kann man sagen, eine stetige Funktion bildet ein abgeschlossenes Intervall wieder auf ein abgeschlossenes Intervall ab. Ja? Und das ist eine Folgerung des Zwischenwertsatzes und damit also eine relativ starke. Ja? Soll insbesondere eben halt heißen, das Minimum und das Maximum werden beide auch angenommen innerhalb des Intervalls. Ich habe hier dieses Bild ja schon mal gemalt in der Erklärung für den Satz. Ja, das Bild hat sich auch nicht geändert. Das heißt, ich habe hier meine Funktionswerte f von a und f von b, Ausgangswert f von a und Endwert f von b. Die beiden sind einfach verschieden und tatsächlich wird irgendwo das Maximum angenommen an der Stelle xd, habe ich das genannt, und hier das Minimum wird angenommen an der Stelle xc. Ja, und das Intervall mit den Funktionswerten ist eben halt auch ein abgeschlossenes damit. So, das ist das, was dieser Teil des Beweises sagt, des Satzes sagt. Und jetzt müssen wir das Ganze mal beweisen. So, ja, also versuchen wir das mal hinzukriegen. Beweis. Ja, wir kümmern uns einfach mal jetzt nicht um das Minimum, sondern wir kümmern uns einfach nur mal um das Maximum. Ja? Das Minimum läuft komplett wie analog, das ist klar, aber wir fangen mal wie folgt an. Sei d das Supremum von f der Bildmenge von f von Intervall von a bis b. Ja? Oder d sei plus unendlich, falls dieses Supremum nicht existiert. Ja, es könnte ja sein, dass diese Funktion auf diesem Intervall unbeschränkt ist. Jedenfalls könnte man sich das vorstellen. Also gemalt bekommt man sowas irgendwie nicht hin, aber man weiß ja, die Analysis hat immer ein paar Überraschungen offen, ja, oder ist immer ein paar Überraschungen gut. Also von daher könnte man sich vielleicht denken, dass es möglich ist, dass eine Funktion stetig und unbeschränkt ist auf so einem abgeschlossenen Intervall. Ja, könnte ja sein, dass es ins Unendliche abhaut und dann wieder zurückkommt und dann hier wieder landet. Ne? Man weiß es ja nicht. So, deswegen sicherheitshalber sagen wir einfach mal, d ist entweder, also falls diese Funktion nach oben beschränkt ist, dann ist bitte schön, dass d das Supremum der Funktionswerte auf diesem Intervall, oder für den Fall, dass es gar nicht beschränkt ist, dann ist einfach d unser plus unendlich. Ja, so, also in beiden Fällen weiß man aber dann doch, dass es eine Folge gibt. Dann existiert eine Folge und die bauen wir uns jetzt einfach mal xn mit Funktionswerten, also mit diesen x-Werten natürlich aus dem abgeschlossenen Intervall von a bis b. Ja. So, dass, ja, was soll jetzt gelten? Das f von xn konvergiert gegen das d. So, also für den Fall, dass unsere wundersame Funktion nicht beschränkt ist, also dass das d plus unendlich ist. Ja, dann muss es doch, dann müssen wir, dann wählen wir die x-Werte so, dass der Funktionswert von dem xn immer größer ist und immer größer wird und immer größer wird, ja. Und weil das ja unbeschränkt ist, müssen wir das ja so wählen können, dass unsere Funktionswerte gegen unendlich gehen. Ja, wenn die Funktion unbeschränkt ist auf diesem tollen Intervall von a bis b, ja, dann müssen wir xn finden, sodass die Funktionswerte gegen unendlich gehen. Sonst wäre sie ja nicht unbeschränkt.
Ja. Gut, also das geht für den Fall, dass d eben halt plus unendlich ist. Für den Fall, dass d das Supremum ist, ja, dann wissen wir ja, dass dass die Funktionswerte wenn d das Supremum ist, dass die Funktionswerte diesem Supremum beliebig nahe kommen können. Ja, dann wähle ich mir eben halt also ein Epsilon, zum Beispiel Epsilon gleich 1 am Anfang, und suche mir einen x-Wert, sodass der Funktionswert eben halt von diesem Supremum höchstens 1 entfernt ist. Dann beim nächsten Mal suche ich mir einen x-Wert, sodass der Funktionswert höchstens 1/2 entfernt ist und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also das heißt, ich finde immer solche x-Werte, sodass meine Funktionswerte diesem Supremum immer näher kommen. Ja, so beliebig nahe. Ja, ich kann mir das also in beiden Fällen so bauen. Ne? Mehr muss ich nicht haben. Ich muss nur so eine Folge xn haben. Und dann läuft der Beweis eben für beide Fälle so weit durch. So, ich habe jetzt also eine Folge xn. Ja, die ist natürlich auf diesem armen Intervall von a bis b irgendwo eingekästelt. Ja? So, da sind also meine xn. Das ist vielleicht x1, hier ist vielleicht x2 und hier sind die ganzen x. Ja, ich habe ja keine Information, wo meine x-Werte rumliegen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es alles an diesem beschränkten, abgeschlossenen Intervall von a bis b. So, aber dann kommt ein Freund zur Hilfe und der Freund heißt Bolzano und der andere Freund heißt Weierstrass. Ja, also nach dem Satz von Bolzano-Weierstrass. Ja, können wir aus der Folge xn eine konvergente Teilfolge x Phi von n, das ist immer da so die Schreibweise bei Bolzano-Weierstrass, wählen. Ja, also, was sagt der Satz von Bolzano-Weierstrass? Der Satz von Bolzano-Weierstrass sagt: Oh, hast du so eine arme Folge xn und die haben so kein beliebig großen Spielplatz, sondern nur so einen Spielplatz von a bis b, so ein Intervall. Ja, so ein abgeschlossenes, beschränktes Intervall. So, dann sagt der Satz von Bolzano-Weierstrass, da pass auf, da kannst du Folgendes machen: Du kannst einfach aus diesen xn welche auswählen. Unendlich viele, ja, kann man unendlich viele auswählen. Und diese xn, die man dann auswählen kann, die haben dann die tolle Eigenschaft, dass diese ausgewählten xn, wenn man sie dann so in dieser Reihenfolge dann abarbeitet, gegen einen Wert konvergieren. Ja, wo dieser Wert in diesem Intervall von a bis b liegt, das sagt Bolzano-Weierstrass natürlich nicht. Aber die beiden sagen: Pass auf, man findet immer so ein Phi, dieses Phi ist also eine Auswahl der Elemente der Folge, sodass was überbleibt, so diese Teilfolge nennt man das dann ja, tatsächlich einen Grenzwert hat. So, und dann sagen wir, das ist super, dass es Bolzano-Weierstrass irgendwie uns so eine Teilfolge schenken, die konvergent ist. Ja, wir gucken uns die einfach an. Ne? Also, wir erwähnen uns also diese Teilfolge x phi n und dieser halt sei jetzt ja konvergent. Ja? Das heißt, was wir jetzt wissen ist, dass x phi n diese Folge einen Grenzwert hat, das konvergiert gegen irgendeine Zahl und die nenne ich jetzt einfach mal sinnigerweise xd. Und die muss natürlich, weil ja alles in dem Intervall a bis b stattfindet, auch in diesem abgeschlossenen Intervall von a bis b sein. Das muss da drin sein. So, was weiß ich jetzt also? Ich weiß, ich habe hier solche x-Werte, die gegen xd konvergieren. No, das ist schick. Ja, aber ich weiß noch mehr. Ja, wenn ich mir jetzt nochmal Gedanken machen kann, was passiert eigentlich, was ist eigentlich nochmal mit f von x und jetzt nur von der Teilfolge? Was ist da nicht los? Was weiß ich denn darüber? Na ja, gut, ich habe meine x hier gewählt. Hier habe ich die gewählt. Ja, mit der Eigenschaft, dass die Funktionswerte gegen d gehen. Was ich jetzt bei der Teilfolge mache, ist, ich habe hier nur Werte weggeworfen. Also x-Werte. Irgendwelche x-Werte werden nicht mehr besucht. Ja, aber die Funktionswerte, nur weil ich Werte weggeworfen habe, macht das ja mit dieser Folge ja nichts. Ja, diese Funktionswerte müssen trotzdem noch gegen d gehen. Also weiß ich, juhu, das hier konvergiert gegen d. Ja,
weil wir die Folge xn so gewählt haben. Ja, genau deswegen tut die das immer noch. Ja. So, wir haben also eine Teilfolge gewählt. Die Funktionswerte interessiert das nicht. Die müssen dann immer noch gegen d gehen. Ja, wir gehen ja quasi nur schneller gegen das d. Ja, was weiß ich aber noch? Ich weiß, dass f von x von phi n natürlich auch noch gegen f von xd gehen muss. Warum das zum Teufel? Weil f stetig ist. So, und da haben wir den Salat. Ja, also jetzt sind wir quasi fertig. Warum? Weil wir wissen, diese Folge konvergiert gegen d und sie konvergiert auch gegen f von xd. Ja, also als Konsequenz wissen wir, daraus folgt, dass f von xd dasselbe sein muss wie d. So. Toll. Wir haben jetzt also das rausgekriegt. Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, was wollten wir eigentlich zeigen? Ja, zeigen wollten wir, dass diese Funktion, wenn sie stetig ist, dass sie halt ein Maximum hat. Ja, das wollten wir zeigen. Ja, das ist da, wo wir hinwollen. Ja, das ist schön. Jetzt müssen wir gucken, was wir hinbekommen haben. Also, ja, f von xd ist dd, war so gewählt, dass es das Supremum ist. Supremum von f von a bis b. Ja. So, aber das d ist natürlich in R. Warum? Ja, weil es nämlich dasselbe ist wie das f von xd. F von xd ist immer eine Zahl in R. Ja? Und damit kann d nicht mehr unendlich sein. Das heißt, d ist tatsächlich in R. Ja? Wir hatten ja angenommen, dass d auch plus unendlich sein könnte. Das ist also jetzt auch schon ausgeschlossen, weil nämlich d dasselbe ist wie f von xd. F von xd ist einfach der Funktionswert von der Funktion und die wird niemals plus unendlich. Sie könnte rein theoretisch dahin gehen, aber jetzt wissen wir, nein, tut sie nicht. Ja, f von xd ist eben halt d, das heißt, das d ist nicht plus unendlich. Mithin ist die Funktion beschränkt. Das wissen wir jetzt schon mal. Ja, und wir wissen aber auch, dass dann d offensichtlich das Supremum von dieser Funktion gewesen ist. Ja, auf diesem Intervall, das ist auch toll. Aber wir wissen auch, dass xd die Eigenschaft hat, dass dieser Funktionswert, dieses Supremum genau angenommen wird. Daraus folgt, dass d sogar das Maximum ist. Dieser Funktion auf dem Intervall, also das von dieser Bildmenge. Ja, das heißt, es gibt das Maximum, das ist d und xd ist die Stelle, wo dieses Maximum genau angenommen wird. So, und Minimum, na, das ist jetzt das, was Ihnen klar sein müsste. Minimum geht komplett analog. Da muss man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ja, da ist dasselbe Spiel. Ja, man macht dieselben Schritte. Ja, man wählt sich eben halt das C entweder als Infimum oder als minus unendlich. Dann wählt man wieder so eine Folge, die gegen das C geht, und dann wendet man wieder die Kollegen Boltzmann-Weierstrass benutzt man da und sagt, gib mir doch mal bitte so eine Teilfolge, die konvergiert, und dann machen wir dieselben Schlussfolgerungen. Nämlich nochmal, ja, dass die Funktionswerte dieser Teilfolge gegen eine Zahl gehen, ja, gegen das gegen den Wert gehen, den wir gerade untersuchen wollen. Also entweder hier das Supremum oder plus unendlich. Und wir dank Bolzano-Weierstrass wissen wir auch, dass diese Teilfolge aber gegen einen Funktionswert an der Stelle xd gehen müssen. Fertig. Und damit haben wir den Salat. Sprich, wir haben den Beweis fertig. Das haben wir dann. Okay. Das war schon ein bisschen kniffliger, aber ich denke, verkraftbar.